Herzlichen Glückwunsch. Nach dem ersten kleinen Schock, den du bestimmt hattest, nachdem du gehört hast, dass du zwei Babys erwartest, ist es doch jetzt das doppelte Glück. Natürlich ist es ein bisschen herausfordernder, Zwillinge zu stillen. Aber zum Glück hast du zwei Brüste und dann hast du sozusagen eine Brust für jedes Baby. Am Anfang empfiehlt es sich, das erste Kind zum Beispiel rechts zu stillen und das zweite Baby links. Du kannst im Zweifel das auch wechseln bei der nächsten Mahlzeit, musst du aber gar nicht. Dann ist es manchmal einfacher, sich zu merken, Brust 1 für Kind 1, Brust 2 für Kind 2. Wenn deine Babys ein bisschen größer sind und du ein bisschen Zeit sparen möchtest, kannst du auch versuchen, sie gleichzeitig zu stillen. Das heißt, du legst das eine Baby an und das andere Kind wird dir durch deinen Partner oder durch eine Hilfsperson, deine Mama oder jemand, der dich unterstützt in der ersten Zeit gegeben und du kannst dann beide gleichzeitig stillen. Das macht es auf jeden Fall sehr viel schneller. Wenn dir das alles zu kompliziert ist und du vielleicht auch gerne Entlastung für die Nacht hättest, wäre es auch eine Option, ein Baby zu stillen und dem anderen Kind eine Flasche zu geben. Entweder pumpst du dafür Milch ab. Das kannst du zum Beispiel so machen, dass du Kind Nummer 1 die rechte Brust gibst und die linke Brust pumpst du leer. Oder du nimmst eine Pulvermilch. Das heißt, du gehst in den Drogeriemarkt und kaufst eine Prämilch. Die ist auch für ganz kleine Babys schon geeignet. Und dann kann deine Hilfsperson, dein Partner, der Babysitter oder deine Mama einfach diese Pulvermilch anrühren und das Baby bekommt parallel zu deinem gestillten Kind eine Flasche. Das ist manchmal für die Nacht auch ganz praktisch. Also du siehst, es ist alles ein bisschen komplizierter und braucht ein bisschen mehr Übung und ein bisschen mehr Training. Aber damit wirst du auf jeden Fall einen guten Stillstart mit deinen Zwillingen haben. Und wenn ihr noch weitere Fragen zum Thema Baby habt, dann schaut euch gerne unsere anderen Videos an und abonniert kostenlos unseren Kanal.